God of War. Kratos und ich. Und natürlich auch Junior. Mit zur Hexe fahren. Durch das, dass bei 1, 2, F und das ist und nicht E, stöße ich jetzt ständig damit mit mir. Also Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Torstatue. Hinter die Torstatue. Schon mal gedrückt habe. Entschuldigung. Ja, Aufnahme läuft. Das ist gut. Mit der Hexe in ihrem Haus reden. Mal schauen, was zum Sagen hat. Vorher auch schon so weit. Eine ewige Battlerei. Also da ist der Wasserstand gefallen. Sollen wir hier anlegen? Ah. Da müssen wir aber woanders. Gehen wir ja nicht anlegen. Keks. Hä? Das Wasser ist gesunken. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Ja, warum nicht? Wenn es einer schmeckt. Feuer frei, Junge. Zerschnetzeln. Ich hab's gleich. Zerschnetzeln. Die Wiedergänger. Oh, wow, wow. Wird Luft ausgegangen. Da oben. Die waren noch nicht aktivieren, oder? Was das so ist. Dann mal hochkommen. Ein Set ist noch zwei. Ich wette, hier geht's raus. Bayern statt E drückt jetzt F und ballert der Junior bei rum dann. Ich hoffe, wenn man zwei Spiele gleichzeitig spielt. Hey, eigentlich drei. Damit kann man nicht nur die Muspelheim-Rune lesen, es birgt auch die Weltenrune. Sollen wir in die Feuerwelt reisen? In die Feuerwelt. Jetzt chillst du mal, jetzt gehen wir schon mit der Hexe dann, okay? Ui. Kehrt um, Asen. Die Götter sind hier wohl nicht willkommen.
Ich hoffe, er kennt uns noch. Ja! Wer kennt uns noch? Warum liegt da so ein Stein? Warum liegt hier Stroh? Nehmen wir mal mit. Dann siehst du, dass du da drin geht der Nein. Jetzt wissen wir das an. Junge. Junge. Noch eine Markierung. Ja. Für die, was wieder lesen wollen. Einfach Pause drücken, gell? So. Wie geht es dir, Chauli? Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Chauli. Chauli. Der Chauli. Dann mal los. So los, okay, mit dir, aber der Hexe. Zerschnitzelt. Mach mal Ruhe! Ich brauch mehr Zeit! Kratos, der alte Aufreißer. Was steht da? Was steht da? Ja. Tod dem Rabengott, Fürst der Gehängten. Ja, weg mit ihm. Viele seiner Augen haben mich schon erledigt. Was steht da? Lies es. Jawohl. Say the Needings über jeden Eindringling. Ja, eingeladen, oder? Da ist nichts mehr, da mal hergekommen mit der Sau. Story. Hey, du schwörst so einen Raben. Schön, die Rabe, ich gerne doch. Sieben nicht. Ist da bei der Hexe überhaupt so viele Feinde sind? Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Da ist er. Grüß dich.
Hier, Junge. Ich kenne diese Runen. Das ist Windr. Wind muss zu der Sandschale da unten gehören. Also, kann ich nicht einen Vogel hüpfen. Ein Leid war mit seinem Vogel gehüpft. Das brauchen wir wahrscheinlich dann noch. Das ist grün, schätze ich mal, grüne Pfeile, oder? Ja, mein Dogi muss hüpfen, das ist ein Gott. Ah, ein Gott. Was steht da? Falke, Habicht und Fasan schwimmen im luftigen Ozean. Ah, Wind. Wind. Es ist was passiert. Machen wir mal auf. Hoch mit dir, du Deckel. Sturm der Hirsche. Aha. Schauen wir uns mal an. Rune 4, Schaden 1, Betäuben 1. Schauen wir mir jetzt die Falken. Ja, wir gehen mal wieder auf die Wölfe. Wölfe erhöhen wir sogar noch. Wölfen wir uns. 13.000 für das. Mehr Schaden, nur mehr betäuben. Aber das glaube ich ist nicht schlecht. Die Wölfe haben bis jetzt ein bisschen von die Falken, ich weiß nicht. Haben wir ein paar mehr ein Ziel verfehlt. Das ist eine Kugel. Komm jetzt ruhig. Vater, sie ist hier. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her. Sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. Na super. So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Millie. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Hm. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Das genügt. Es hat geklappt. Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Oh. Hallo, Freya. Eine Weile her. Siehst gut aus.
Ich habe das nur für Sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusstet es auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt! Gern geschehen. Ja. Was sollte das denn? Bisschen angepisst anscheinend. Trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge. Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Urteile besser nicht darüber. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Ja. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Los da! Aha. Oh, gleich so. Alter. Vergiss das an euren Knubbel, ne? Einfach so, wer das nicht blitzt, nix. Kinder. Okay, mal nicht um mehr. Knuppel. Knuppel. Ja, der falsche Knopf. Falscher Knopf. Das nervt mich. Irgendwo muss eine Rune sein. Brauchen wir einen roten Knüppel. Was schmeckt das da? Ah, das ist der falsche Knüppel. Rune, oder? Ein Knüppel. Knüppel. Simpel. Dann ist der bloß ein blöder Komma. Kistel. Der Schätzli. Sieh her. Noch eine von diesen Karten. Eine Schatzkarte. Ah, doch nicht. Jetzt der Griff für die Kiste. Jetzt ist da eine Schatzkarte. Oh, die ist draußen vor der Haustür. Ja, da ist. Beim Haxen. Müssen wir da noch schnell rausschauen. Das ist wieder Elkammer. Du hast da mal nicht reinkommen. Irgendwann. Ich bin mal gespannt, was drin ist. Ah, da ist die Runde. Das
sollte klappen. Wieder gedraxelt. Nein, der muss überspringen. So. Ist gut, die Kiste alle? Was ist drin? Ein Hörnchen. 2 von 3. Eins brauchen wir noch. Nein, falscher Knopf. Immer eigentlich 4000 Punkte. Fertigkeiten. Erhöht die Präzision. Nein, dann sparen wir noch ein bisschen. Ein bisschen sparen wir noch. So, jetzt wechseln wir da noch mehr auf. Atreus, hier. Ja, Vater. Zack, zack, zack. Wenn wir schon mal da sind, ich weiß nicht, wie oft wir da noch herkommen. Ich kann schon 10 Kilo lassen, wenn es nicht sein muss. Ich habe bestimmt eh schon so viel übersehen. So, das muss ja irgendwo. Gut, das ist ja die unter der Erde, gell, die Kröten. Ich gehe voraus. Also theoretisch irgendwo da sein. Haben wir ja am Fuß gesehen. Schauen wir mal auf die Karten. Ziele, Schatzkarten, Schildkröte. Was ist das hier? Baum? So weit hinten war das nicht, oder? Das gestaltet sich schwieriger als erwartet. Relativ nah dran sein. Ist nicht. Weil da holt man die Axt im Boden her. Wollen wir wieder zum Schleifer bringen, weil er es ja stumpf macht. Steig mit drüber da jetzt. Was ist der? Wenn ich bam. Ist das da irgendwo so? Meine Bahn. Das muss doch da irgendwo sein. Ja nicht. Wo ist denn das Blöde drum? Ja, die Folge wird ziemlich spannend, wie ihr seht. Versuche noch einen Schatz. Nicht. Ist ja
Baum. Auf dem Weg sein. So ist er. Ja, Mann. Wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Wer drauf stritt, verschwindet. 50% mehr Frostschaden. Ja, nicht schlecht. Und nochmal nach.